Ja, Grüße an die Kollegen der Nachrichten. Wunderschönen guten Abend. Heute brisant im Ersten an einem Mittwoch im Mai, der sich so ein bisschen anfühlt wie ein Mittwoch im Herbst. Aber bleiben wir hoffnungsvoll, was das Wetter betrifft. Wir schauen auf den Tag heute. Dieser Fall hat ganz große Wellen geschlagen. Niklas, 17 Jahre, ein Schüler, wird so schwer verprügelt, dass er anschließend an seinen Verletzungen stirbt. Ein Fall, der entsetzt, der auch nachdenklich macht und der auch Zorn geschürt hat. Wegen des Migrationshintergrunds der mutmaßlichen Täter sind danach Rechte aufmarschiert. Heute hat die Polizei nun einen Verdächtigen präsentiert. Und dieses ungewöhnliche Bild haben wir heute nach einem furchtbaren Verbrechen. Es ist eine Spurensuche im Müll. Nach der Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin in Dessau-Roßlau soll es heute Abend nun einen gemeinsamen Lauf von Studenten durch die Stadt geben. Sie wollen alle an die Frau erinnern. Die Tat, die Ermordung dieser Frau hat viele betroffen gemacht und sie erzeugt auch Angst und inzwischen sogar schon Reaktionen im Ausland. Es heißt, China warne Studenten inzwischen davor, in Sachsen-Anhalt zu studieren nach dieser Tat. Ja, Fans tauschen schon die kleinen Sammelaufkleber. Es sind noch etwa 3 Wochen schlafen bis zur EM in Frankreich. Wie ruhig Jogi Löw schläft, das wissen wir nun alle nicht. Nur wer mit ihm dann am Ende nach Frankreich fahren darf, das ist ja jetzt nun raus. Das Thema Sicherheit, das steht bei dieser EM noch stärker im Vordergrund als ohnehin schon. Alle wünschen sich, dass es um Fußball geht in diesem Sommer und bitte nicht um die Sorge vor möglichen Anschlägen. Und deshalb hat sich Paris auch ganz besonders vorbereitet. So, wir drehen jetzt mal auf und machen ein bisschen Wind im Studio. Von solchen Windparks gibt es ja immer mehr in Deutschland. Und wenn der Atomausstieg kommt wie geplant, werden es noch viel mehr werden. Aber gerade dort, wo jetzt schon mit Windkraft viel Geld verdient wird, nimmt auch der Gegenwind zu. Und zwar durch Anwohner, die genervt sind. Durch einen verbauten Blick, kann man sich vorstellen. Und Lärm, der hört ja nie auf, den ganzen Tag nicht. Gute Energie ist wichtig, das sagen uns die Anwohner auch im Landkreis Aurich, mit denen wir gesprochen haben. Aber sie fühlen sich verraten und verkauft durch ein, wie sie sagen, zum Teil auch ganz schön windiges Geschäft. Ja, also bei uns lohnt sich heute der Blick nach oben, aber manchmal lohnt sich auch der Blick in den Koffer. Urlaubsmitbringsel sind ja eigentlich was Schönes, außer das Mitbringsel hat 4 Beine, einen Panzer und sieht diesem hier neben mir sehr ähnlich. Dann haben sie sich nämlich eine Bettwanze mitgebracht. Versteckt in Koffern und Kleidungsstücken kommen die am liebsten mit. So als blinde Passagiere geht es dann überall hin, vermehrt eben auch nach Deutschland. Weshalb am Flughafen Frankfurt jetzt sogar Hunde eingesetzt werden, die die Bettwanzen dann vor der Weiterreise gerne aufspüren sollen. Also wenn es jetzt bei Ihnen schon juckt und kratzt, so ging es uns allen heute in der Redaktion beim Besprechen dieses Themas. Jetzt kommt mehr. Ja, man neigt sofort dazu, hier alle Ritzen abzusuchen, aber ich glaube, unser Studio ist sicher. Also ich hoffe. So, bei uns verrät jetzt Ben Becker, für was er Mittwochabend schwärmt. Und wir hören, warum Christian Karmann, also Benny Beimer aus der Lindenstraße, womöglich demnächst Fahrrad fährt. Jetzt. Es ist allerdings noch die Frage, was ist dran an dieser Geschichte? Hat sich Christian Karmann, besser bekannt als Benny Beimer aus der Lindenstraße, tatsächlich betrunken hinter Steuer gesetzt, einen Unfall gebaut, danach noch randaliert, wie heute mehrere Zeitungen schreiben, im Auto sollen hinten drin auch noch seine Kinder gesessen haben, weia, weia. Wir haben Katja Rehmann getroffen. Es heißt ja, es sei gar nicht so einfach, ein Interview mit dieser großartigen Schauspielerin zu führen, weil sie ja doch so eigen ist. Wir hatten allerdings große Freude dabei und sind ganz gespannt auf ihre neue Filmreihe. Die startet heute Abend im Ersten. Und auch Ben Becker, der mit ihr spielt, war ganz angetan von der Zusammenarbeit mit ihr. Er nennt sie übrigens Löwin. Packende Geschichte, Wahnsinn, Gänsehaut. Immer nach Mitternacht, heute 20.15 Uhr geht's los hier im Ersten. Und jetzt treffen wir Peter Kraus. Das ist der mit Schucke Schucke Baby. Oh, oh, genau. Der hat früher in Filmen, in denen er mitgespielt hat, immer unglaublich lässig Auto gefahren. Ja, solche zum Beispiel. Und damals gab es riesen Kreischalarm. Und der Peter Kraus macht bis heute erfolgreich Musik. Jetzt hat er sich allerdings entschieden, hauptberuflich als Opa weiterzumachen und sein Leben ganz umzustellen. Und er verrät uns jetzt auch, warum. Bleiben wir bei den Guten. Wir haben eine tolle Runde jetzt. Götz Otto, der Bösewicht aus James Bond, heute bei uns ganz handsam. Simone Hanselmann, etwas nervös. Und Bernhard Schier aus den Vorstadtweibern, zugegeben, etwas ratlos. Warum? Wir haben sie ein bisschen gequält. Und zwar auf einem Segelboot. Zum Glück sind alle nicht wasserscheu. Und den Rest, ja, den mussten sie einfach lernen. Und wir waren dabei.
Ja, und tatsächlich keiner seekrank. Respekt, ne? Übel wird's ja, wenn man auf so einem Schiff noch mal übers Frühstück nachdenken muss. So, hier geht's praktischerweise weiter mit Kai Pflaume und heute einer Genießerrunde. Rainer Kallmund und Johann Lafer. Da wünschen wir viel Spaß. Schönen Abend. Tschüss.